Ja, hallo und herzlich willkommen zur 18. Etappe der Tour de France. Das Rennen neigt sich dem Ende entgegen. Wir führen aktuell in drei Wertungen und wollen natürlich dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Favoriten für die heutige Etappe sind allerdings Dylan Groenewegen, unser absoluter Gegner im Kampf um die Punktewertung, Arnaud Demar, Peter Sagan, Caleb Ewan, Magnus Cort Nielsen, Sam Bennett, Michael Matthews, Alex Christoph, Phil Bowers und Mark Cavendish. Wir sehen uns gleich in der Strecke. So, Freunde, da sind wir. Also 18. Etappe der Tour. Es gibt direkt mal Attacken vom Start weg. Daniel Biedermann und Dalibor Kulic greifen an. Natürlich geht es hier vor allen Dingen um die Punktewertung. Ist ja ganz logisch. Dementsprechend jetzt die beiden Austria-Cars-Profis in der Ausreißergruppe. Aber für Dalibor Kulic geht es vielleicht auch um den Tagessieg. Sollte hier in der Ausreißergruppe durchkommen, durchaus möglich, dass er dann darum mitkämpfen kann. So, weitere Attacken folgen natürlich, wie man es gewohnt ist. Wir verlassen uns natürlich nicht darauf, nur hier irgendwie in dem Schlussspurt mitzuhalten, denn das ist ein bisschen wenig, sondern wir versuchen jetzt hier auch gleich mitzugehen und die 20 Punkte unterwegs zu holen, falls möglich. So, natürlich achte ich jetzt darauf, ob Alexandre Genies hier angreift, der französische Bergspezialist, denn es gibt ja heute zwei Bergwertungen der vierten Kategorie. Durchaus möglich, dass er hier versucht, diese beiden Dinger zu holen, damit wir punktgleich sind. Aber das hat er eigentlich nicht nötig. So wie der drauf ist momentan. Drei Etappen hat er in Folge gewonnen. Hier haben wir ihn im Bild. Alexandre Genies. Drei Etappensiege in Folge. Das ist wirklich der Wahnsinn. Was passiert jetzt hier eigentlich? Warum werden jetzt eigentlich Biedermann und Kulic hier so gejagt? Verstehe ich nicht ganz. Eventuell will Movistar einfach nur in die Spitzengruppe kommen. Das ist möglich, aber es ist ihnen ja nicht genommen. Dürfen sie ja gern versuchen. Dafür müssten sie nur attackieren. Jetzt greifen Cardis und Pichot an. Man muss das, glaube ich, alles nicht so ganz verstehen. Biedermann ist jetzt ziemlich am Struggeln, während es Dalibor Kulic noch ganz gut geht. Also der scheint einen guten Tag zu haben. Plus 1er Tagesform ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Tja, Biedermann im grünen Trikot des besten Sprinters der Tour de France. Von den Sprintermannschaften interessiert es keinen, dass er hier versucht, in die Spitzengruppe zu gehen. Und ich verstehe immer noch nicht so ganz, was Marta hier gerade versucht von Movistar. Vielleicht haben die jemanden, der in die Ausreißergruppe will, aber ich sehe hier auch keinen aus der Mannschaft. Also entweder ist es selbst. Hier ist Betancourt, da ist Landa. Die fahren alle ganz hinten im Feld rum. Also, ich muss das wahrscheinlich nicht verstehen, oder? Also Marta versucht es vielleicht einfach selbst und kommt halt nicht weg. Aber das hätte er auch schon früher erkennen können. Also, naja gut, wie dem auch sei. So, vorne also zwei Fahrer von Direct Energy und zwei Fahrer von Team Austria Cars. Wir reden natürlich von Alexandre Pichot und Cardis sowie von Biedermann und Kulic. Jetzt gibt es eine weitere Attacke. Le Croc und Dillier greifen an. Da fahren wieder ganz viele mit. Also irgendwie ist das Verhalten, was Ausreißergruppen angeht, des Feldes heute sehr komisch. Und das Rennen ist sehr anstrengend dadurch. Und das ist nicht gut, denn das ist genau das, was Daniel Biedermann jetzt gar nicht gebrauchen kann. Ein anstrengendes Rennen. Zumindest in der Frühphase. Denn es geht ja am Ende hier noch um die Punkte in der Sprintwertung am Tag, am Tagessieg. Und da gibt es halt 50 Punkte zu holen. Also sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass Groenewegen hier nochmal aufholt. Jetzt scheint so langsam aber sicher allen die Kraft auszugehen. Aber es hilft ja nichts. So, gleich gibt es einen Anstieg der vierten Kategorie. Jetzt kommt hier endlich mal eine Gruppe zustande. Und jetzt dürfte sich alles so ein bisschen normalisieren, hoffe ich. Meine Güte. Was ein Rennverlauf bisher. Jetzt sind sieben Fahrer. Die also an der Spitze sind. Tempo wird wieder erhöht.
Die beiden Direkt-Energiefahrer machen jetzt auch keinen frischen Eindruck mehr. Also denen hat das offenbar auch ziemlich weh getan, dieses hohe Tempo in der Anfangsphase. Toni Martin holt sich den einen Punkt. So, wir gucken mal wieder, wer ist der Bestplatzierte in der Gesamtwertung. Platz 54 haben wir. Oh, Platz 46, das ist Toni Martin. Aber er ist schon über 1,5 Stunden zurück, also da dürfte dann auch nichts mehr passieren. So, jetzt gucken wir, dass wir Biedermann einigermaßen safe zur Sprintwertung bringen, dass er da seine 20 Punkte holt. Dann nochmal ein bisschen Kräfte schont. Bis ins Ziel sind ja noch über 80 Kilometer. Ich hoffe, dass das alles aufgeht. Unter dem Ziel müssen wir natürlich auch nochmal ein paar Punkte holen. Selbst wenn wir Zweiter werden würden und Groenewegen gewinnt die Etappe, dann wären wir halt auf Null raus. Das wäre eigentlich das Optimale. Wenn wir diese Sprintwertung gewinnen, natürlich. Denn der Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 2 sind 20 Punkte. Was schon ziemlich viel ist. So, hier haben wir jetzt noch jemanden. Le Croc hat noch versucht anzugreifen. Das hat aber nur so einigermaßen geklappt. So, dein Biedermann reiht sich jetzt gleich mal weiter vorne ein. Delier und Toni Martin sind da noch. So, Biedermann muss jetzt vorbeiziehen an Toni Martin. Macht er jetzt auch. Und holt sich souverän hier die 20 Punkte. Sehr schön. Sehr, sehr schön, Daniel Biedermann. Jetzt kann er es ruhig angehen lassen. Kann sich hier eigentlich zurückfallen lassen, wenn man ehrlich ist. Und kann wieder ins Feld fahren. So, ich weiß jetzt nicht, wie der hinter der Sprint abgelaufen ist. Groenewegen holt 6 Punkte. Demar und Ewan klauen ihm dann nochmal 2. Das heißt, wir haben insgesamt 14 Punkte gut gemacht. Ja, ist okay, ist okay. Da werden wir uns nicht beschweren. 14 Punkte gut gemacht, sind 14 Punkte gut gemacht. Wichtig ist jetzt halt der Schlusssprint dann. Das ist das Wichtige. Darum geht's. Und da sind wir also zurück im Hauptfeld. Fährwacke kann Biedermann mal beschützen. Ganz klare Kapitänsaufteilung hier. Bei Fährwacke geht es um nicht mehr viel. Vielleicht noch um einen Etappensieg bei der einen Bergetappe, die noch übrig ist. Das könnte vielleicht klappen, aber auch da sehe ich eher schwarz. Aber ansonsten hat er eigentlich nicht mehr viel zu gewinnen und nicht mehr viel zu verlieren. Magnus Cort Nielsen auch mit einer sehr starken Tour de France zeigt, dass er hier wirklich jetzt mittlerweile herangereift ist zu einem der besten Sprinter weltweit. Ich meine 82 im Sprint, 81 in der Beschleunigung, das sind halt auch schon wirklich solide Werte. War bei vielen Sprints vorne dabei. Der ganz große Coup, der blieb noch raus, aber der kann ja noch kommen. Entweder heute oder vielleicht auch in Paris. So, 6 Ausreißer also an der Spitze. Gusajnov ist dabei, Delier, die beiden direkt Energiefahrer, Coolidge und der Toni Martin. Das ist schon eine starke Gruppe, so ist es nicht. Aber das ist die Tour de France. Da reicht hier eine starke Gruppe halt auch nicht unbedingt aus, um das Ding ins Ziel zu fahren. Also Coolidge hat heute auf jeden Fall freie Hand. Wenn er durchkommt, dann kann er gerne machen, was er will. Etwas weniger als 50 Kilometer ins Ziel. Biedermann ganz vorn dabei bei den Besten. Bei vor allen Dingen Dylan Groenewegen. Sprintzug ist jetzt natürlich auch so eine Sache. Ohne Regie, ohne Ibrahim, ohne Coolidge, der in der Spitzengruppe hängt. Ja, wird das so eine Geschichte. Aber der Sprintzug war bis jetzt auch nicht so erfolgreich, dass wir den jetzt unbedingt brauchen. Vielleicht reicht es auch einfach, wenn wir uns irgendwo ein Hinterrad suchen.
Ziel schon unter die Top 10 zu sprinten. Viel mehr wird auch nicht drin sein. So, weiter geht's. Sorry, ich musste hier gerade kurz eine WhatsApp-Nachricht beantworten. Das muss ja auch manchmal sein. Tempo jetzt sehr, sehr hoch in dieser Rennphase. Cote d'Anon steht noch zwischen den Fahrern und dem Ziel. Ein 4-Kategorie-Anstieg. 1 Minute Vorsprung noch für die Ausreißer. Tempo sehr, sehr hoch. Runewehre ist vorne dabei. Sagan ist vorne dabei. Matthews ist vorne dabei. Alles keine Überraschung. Natürlich sind sie vorne dabei. So, ich würde jetzt ganz gerne mal Helfer tauschen. Ich glaube, mit Liu als Helfer kommen wir ein bisschen weiter. Achtung, jetzt gibt es die Attacke von Cardis hier von der Direktenergie-Mannschaft. Kulic versucht hinterher zu gehen. Schafft es aber nicht direkt. Muss jetzt eine Lücke zufahren. Das ist natürlich nicht gut. Aber er kriegt es hin, oder? Sieht zumindest auf den Anfang gut aus. Jetzt versucht Pichot die Lücke zu Kulic zu fahren. Auch interessant. So. Da sind wir also. Cardis und Kulic vorn dabei. Schauen wir mal, ob hier vielleicht mit Kulic tatsächlich ein Etappensieg möglich ist. Er war ja schon mal nah dran. Bei der Kopfsteinpflaster-Etappe. 19 Kilometer jetzt noch. Jetzt geht es hier halt den Berg hinauf. Das mag er nicht so sehr. Wobei es halt auch kein Berg ist. Das ist ja nur ein ganz kleiner Hügel. Wenn man mal ganz ehrlich ist. So, Kulic vorne dabei. Zusammen mit Cardis. Und eine weitere kleine Unterbrechung. Später bin ich auch schon wieder da. Und werde live Zeuge, wie Kulic gerade von Cardis so ein bisschen über den Tisch gezogen wird. Also der Franzose hier ein bisschen stärker im Finale. Aber ich denke, das wird ihn nicht retten. Also beide werden mit Sicherheit eingeholt werden. Da lieber Kulic ist der... Wobei, jetzt nehmen sie alle die Füße hoch. Dann eventuell doch nicht. Doch, jetzt kommt Lotto und El Jumbo. Da lieber Kulic also eingeholt. War eine gute Attacke von ihm. War ein schöner Ausfallversuch heute. Er hat mal was probiert. Warum auch nicht? 14 Kilometer noch bis ins Ziel. Und jetzt geht es darum, hier eine ordentliche Leistung im Finale zu zeigen. Biedermann ist nicht mehr so zu 100% frisch. Kulic führt jetzt das Feld an mit seinem 40er-Einsatz, den er hat. Vorne immer noch Cardi aus der französischen Direktenergie-Mannschaft. Kann seinen Vorsprung jetzt ausbauen auf fast eine Minute. Klar, wenn ihm keiner hinterher fährt. Ich meine, Kulic fährt hier 40, also 40er-Einsatz, ne? 40% Einsatz. Den Einsatz habe ich ihm nur gegeben, weil er halt einfach mal so ein bisschen die Beine hochnehmen sollte. Sich mal ein bisschen entspannen sollte und das war's. Klar, wenn er damit das Feld anführt, dann wissen wir schon, dass Tempo gerade extrem niedrig ist. Aber Cardi müsste auch auf dem Zahnfleisch fahren aktuell. Der dürfte auch nicht mehr viel im Tank haben. Jetzt Jack Bauer. Jetzt wird das Tempo wieder erhöht. Mitchell und Scott macht das. Gab es gerade den kurzen Funkspruch, vielleicht habt ihr das gesehen von Jack Bauer. Wahrscheinlich hat er seinem Teammanager irgendwie sowas gesagt wie, Jungs, ich übernehme. Dann ist er nach vorne gefahren und macht jetzt das Tempo für die Mannschaft Mitchell und Scott mit Caleb Ewan natürlich. Da vorne haben wir Cardi, auch schon wieder im Blickfeld. 5 Kilometer noch zu fahren. So, jetzt gibt es die Attacke von Team Austria Cars. Einfach mal rein in diesen Moment, in dem Jack Bauer keine Kraft mehr hat, um Weiterführung zu machen. Und das ist vielleicht gar nicht mal so ein schlechter Move jetzt von uns. Liu von dabei am Hinterrad. Cavendish, Ewan, Demar, aber noch kein Dylan Groenewegen. Der kommt jetzt hier mit nach vorne. Cardi eingeholt. Jetzt kommt natürlich die Mannschaft Lotto und El Jumbo. Ups, da sind wir ihn leider vorhin zugefahren. Sorry. Sorry dafür. Das war natürlich jetzt nicht gewollt. Und so. Ja, Groenewegen hier wieder mal der deutlich stärkere. Biedermann versucht jetzt an Sagans Hinterrad zu kommen. Das klappt sogar ganz gut. Wird jetzt aber dann doch übersprintet. Aber es gibt sogar eine ganz ordentliche Platzierung, glaube ich. Ja, Top 10 wird's, oder? Groenewegen holt sich seinen 3. Etappensieg. Das ist echt der Wahnsinn. Also Lotto, Jumbo, 8. Platz für Biedermann. Ist ordentlich, ist okay.
Lotto enthält Jumbo wirklich mit einer überragenden Tour de France. 3 Etappensiege durch Genies und jetzt auch 3 Etappensiege durch den Roneveren. Wahnsinn. George Bennett gibt das Rennen auf. Warum auch immer. Hat man jetzt nicht gesehen. So, und jetzt kam auch der letzte Fahrer rein. Irgendeiner von Trek. Ja, und damit ist auch Etappe 18 abgeschlossen. Dylan Roneveren von der Lotto enthält Jumbo Mannschaft. Wir konnten ihn auch heute nicht überlisten. Na, überlisten ein bisschen, aber trotzdem war er halt mit Abstand der stärkste Fahrer. Und damit gewinnt er Etappe 18 im Sprint. Vor Peter Sagan und Arnaud Demar, 4. Caleb Ewan, 5. André Greipel, auf Rang 6 Mark Cavendish, 7. Michael Matthews, 8. Daniel Biedermann, 9. Danny van Poppel und 10. Nicolo Bonifacio. Ich denke immer noch, dass es gute Leistungen sind, die Daniel Biedermann zeigt, auch wenn er hier wirklich nicht um den Sieg mitsprinten kann. Dennoch, er ist auch kein Sprinter, dem man sowas eigentlich zutrauen würde. So, einen Tag vor der letzten Bergetappe der Tour hat Chris Froome immer noch 12 Sekunden Rückstand nur auf Tom Dumoulin. In der Gesamtwertung hat sich hier nichts Großartiges verändert, zumindest sehe ich gerade nichts. Alles beim Alten. Ja, in der Bergwertung führt weiterhin Josef Stari, 2 Punkte vor Alexandre Genies, 3. Tim Wellens. Noch haben wir das Bergtrikot, aber wie gesagt, es gibt noch eine Bergetappe, da wird sich das entscheiden. Und so wie Genies drauf ist, habe ich ein bisschen Angst. Man kann nur hoffen, dass er seine Bestform jetzt auch mal hinter sich hat, aber ich glaube nicht. Dylan Groenewegen führt jetzt wieder in der Punktewertung. 278 Punkte hat er. 2. Daniel Biedermann mit 276. Also 11 Punkte Rückstand hat Biedermann auf Groenewegen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die nächste Etappe ist. Eventuell können wir da wieder einen Zwischensprint gewinnen. Dann hätten wir Grün erstmal wieder. In der Nachwuchswertung führt Josef Stari vor Lambrecht und Moscon. Und in der Teamwertung Sunweb immer noch 2 Sekunden vor BMC. Und 3. Mannschaft ist Bora Hansgrohe. Schauen wir mal, wie die nächste Etappe beschaffen ist. Wenn wir da ein bisschen Glück haben und die Sprintwertung vielleicht vor dem ersten Berg kommt, und das ist der Fall, dann können wir da vielleicht die 20 Punkte wiederholen. Das wäre natürlich super. Dann hätten wir wieder die Führung in der Punktewertung. Die 20. Etappe ist dann ein Zeitfahren. Da wird es wahrscheinlich für keinen Punkte geben. Und somit wird es den Showdown geben in Paris. Bei der 21. Etappe auf dem Champs-Élysées. Daniel Biedermann gegen Dylan Groenewegen. Und ja, eigentlich müsste der Holländer da ganz klar der Bessere sein. Aber jetzt erstmal der Blick auf die nächste Etappe. Dort gibt es eine Sprintwertung, die auf jeden Fall machbar scheint für Daniel Biedermann natürlich. Und dann gibt es ja, viele, viele Berge. 2 Berge der Org-Kategorie allein schon. Und da wird es dann richtig, richtig heiß werden im Kampf um die Bergwertung. Ich hoffe, wir haben irgendwie eine Chance gegen Alexandre Genies. Auch wenn ich fürchte, dass er in der Form seines Lebens gerade ist und dass er uns da wirklich um die Ohren fahren wird. Wir werden schauen, was geht. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier beim Pro Cycling Manager. Macht's gut und ciao.